So, Weihnachten steht wieder vor der Tür und dann fragt man sich natürlich wie immer, oh Gott, was soll ich kochen, welche Gäste kommen und so weiter und so fort. Ich habe wie immer in den letzten Jahren ein paar Sachen ausgesucht, und zwar Beilagen, Vorspeise, Nachspeise, Hauptspeise, aber eben nichts Weihnachtsspezifisches oder Traditionelles. Das kommt bei mir einfach nicht vor, sondern ich habe aus den Rezepten dieses Jahres einfach Sachen ausgesucht, von denen ich glaube, dass man die sehr schön kochen kann an Weihnachten, wenn Gäste da sind, wenn man mal was anderes kochen will. Und seht es also als Vorschlag, wenn euch nichts anderes einfällt, beziehungsweise kocht genau das, weil ich habe die Sachen alle schon gekocht und gegessen und für gut befunden sozusagen. Sonst würde ich es ja auch nicht hier vorschlagen. Also dann sucht euch was aus. Guckt euch das an. Die Musik übrigens, die im Hintergrund läuft, habe ich selbst aufgenommen und selbst komponiert. Das heißt, hier gibt es keine lizenzrechtlichen Probleme mit der Musik. Viel Spaß auch dabei und ja, dann guten Appetit. So, kommen wir zur Nachspeise. Das ist tatsächlich ein Schwachpunkt bei mir. Ich habe fast keine regulären Nachspeisen bei mir im Kanal, aber schon durchaus ein paar Süßspeisen, Kuchen, Sachen, die halt aus dem Ofen kommen und so weiter. Hier habe ich vier Sachen für euch ausgesucht. Und natürlich kann man das als Dessert anbieten. Das mache ich seit Jahrzehnten so und es ist eigentlich immer lecker. Also auch hier viel Spaß bei der Auswahl und guten Appetit.
ich hoffe, da war was dabei, was du aussuchen konntest. Wenn dir das Video und die Auswahl gefallen hat, dann sehr gerne ein Like, ein Kommentar hinterlassen oder noch besser den Kanal abonnieren. Ich wünsche schöne Feiertage und einen guten Übergang ins neue Jahr und bis demnächst.